Polizei, Hände hinter den Kopf! Dem Angeklagten Frank Michalka wird zur Last gelegt, von einem unbegleiteten Haftausgang nicht in die JVA zurückgekehrt zu sein, wo er wegen Bankraubs eine insgesamt 5-jährige Freiheitsstrafe zu verbüßen hatte. Wollen Sie sich noch äußern? Sie haben bis jetzt jegliche Auskunft verweigert. Wenn wir nichts über Sie wissen, dann können wir Sie natürlich auch schlecht verteidigen. Diese Geschichte, die lässt wirklich alles anders aussehen. Die muss das Gericht doch hören. Alles Abeba, es klang weit genug weg. Warum bist du hier? Ich wollte nochmal neu anfangen. Irgendwo. Ich will es mit allen teilen, ich brauch's nicht. Das ist jetzt mein Zuhause hier. So wie es aussieht, liegt schon seit Jahren ein Haftbefehl gegen Sie vor.